Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der SG Sonnenhof Groß Asbach gegen den FSV Mainz 05-2. Herzlich willkommen auch all unseren Gästen in der Dinkelackeralm. Zu meiner Rechten der Gästetrainer Martin Schmidt und zu meiner Linken unser Cheftrainer Uwe Rappolder. Herr Schmidt, Ihr Fazit zum Spiel. Ja, jetzt heute haben wir mal wieder das Jugendgesicht gesehen von einem Nachwuchsteam. Seit 5, 6 Spielen sind wir so unterwegs mit einem Altersschnitt von 20,5 bis 21. Und heute haben wir halt wieder das Gesicht gesehen, das halt auch mal fehlerhaft sein kann, auch mal schlampig sein kann. Und deshalb, das ist nicht so schlimm, das ist unser Weg, den wir gehen und wir gehen müssen. Und die Jungs lernen nur bei solchen Spielen, wenn man Fehler macht. Und deshalb ist das nicht allzu tragisch. Was eigentlich mehr stört, ist, wir haben die Fehler beim Gegner gefunden, die wir wohl wussten. Wir haben uns die Chancen danach vorbereitet, aber dann natürlich schlecht und schlampig ausgespielt, schon zu Beginn, die eine oder andere. Und dann hat es uns übertölpeln lassen, da wo wir wussten, wo der Gegner stark ist, immer wieder die Bälle in die Schnittstelle zwischen den Innenverteidigern, da ging uns am Anfang 2 allein aufs Tor, das eigentlich schon im Rückstand sein mussten und eigentlich im Schluss, so wie es begann, hat es dann auch aufgehört mit der 3-1-Niederlage. Aber nochmal, wir bleiben da oben, der Kopf ist oben, das sind die jungen Spieler, die heute die Fehler gemacht haben, die machen die in den nächsten Spielen wieder nicht mehr, irgendwann werden die wieder sehen, kein Problem, nach Hause. Und wir wussten, dass nicht so weitergehen kann wie in den letzten 5 Spielen, wo wir eigentlich zu den besseren Teams gehören und irgendwo in der Mitte zwischen der ersten 5 Spielen, wo wir einen Punkt geholt haben, in den letzten 5 Spielen, wo wir 12 geholt haben oder 11, irgendwo da drin wird die Wahrheit bei uns liegen und den Weg gehen wir weiter und wie bis jetzt auch und nichts passiert, weiter so. Vielen Dank, Herr Schmidt. Uwe, dein Statement zu diesem Spiel. Ja, wir sind natürlich überglücklich, dass wir diesen ganz, ganz wichtigen Dreier geholt haben. Wir müssen im Prinzip auf der Schussfahrt die Wende hinkriegen. Der erste Schritt ist getan. Der Kollege hat es ja gesagt, Mainz 5 Spiele 12 Punkte. Wir seit 9 Spielen keinen Sieg mehr gehabt. Und ich habe die Mannschaft wirklich inständig gebeten. Ich habe ihr gesagt, ihr habt 2 Monate kein Spiel gewonnen. Ich aber seit 3,5 Jahren. Also bitte, ich möchte, dass ihr heute gewinnt. Und die Jungs haben es dann über den Charakter hingekriegt. Es war ganz, ganz schwierige Spielzeitweise, weil die Mainzer haben es gut auch in unsere Schnittstellen reingespielt. Und da muss ich natürlich unserem Keeper ein Kompliment machen, der sehr gut aufgepasst hat. Ich war mir nie ganz sicher, aber wir haben das Ding dann gebogen, weil die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte. Das ist der erste Schritt, der absolute Siegeswille. Der war da. Es ist immer schwierig, nach so einer langen Negativserie einen Sieg zu landen. Das ist uns heute gelungen, Gott sei Dank. Montag geht's los ins Trainingslager. Dann versuchen wir, ein paar Dinge besser hinzukriegen, weil die Mannschaft war natürlich verunsichert, aber wir haben auch ein paar Fehler gemacht, die so nicht passieren dürfen. Und da müssen wir dran arbeiten, wenn wir kontinuierlich erfolgreich sein wollen. Und wir haben Gott sei Dank heute einen Dreier gemacht. Das gibt uns allen Rückenwind. Kompliment an die Mannschaft. Dickes Dankeschön. Die Jungs haben bei vielen Fehlern trotzdem alles gegeben. Und das ist im Endeffekt entscheidend. Vielen Dank an die Spieler. Und ich habe jetzt morgen und heute ist Halloween, morgen und übermorgen 2 Tage freigegeben. Weil ab Montag geht es dann richtig zur Sache bei uns und ich hoffe, dass wir mittelfristig irgendwo uns ins Mittelfeld absetzen können. Vielen Dank.